Hallo und willkommen zum 9. Dezember im Adventskalender um den haarigen Töpfer. Heute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein Harry Potter Doppeltag. Das war uns nicht so geplant. Also ich wusste Anfang Dezember noch nicht, dass jetzt plötzlich tatsächlich noch mein Harry Potter Heft in meine Hände gelangen würde. Und vor allem mit Snape habe ich nicht gerechnet, weil der auch nicht im Kalender ist. Insofern schöne Ergänzung. Passt sehr, sehr schön. Aber was ist denn im Kalender am 9. Dezember? Schauen wir mal rein. Eine Tüte, die sehr tief drin ist. Oh, perfekt. Perfekt. Es ist... Naja, was heißt perfekt? Es ist eigentlich... Liegt gut. Es ist wieder einer dieser blöden Wimpel, über die sich wahrscheinlich niemand freut, wenn er sie kriegt, weil er immer nur einen kriegt und... Ja. So, alle vier in einem Fach oder zumindest zwei in einem Fach, das wäre in Ordnung gewesen. Dieses vier Tage haben jeweils einen dieser Wimpel. Nee, das ist... dafür ist es einfach zu klein, zu einfach, zu ömmelig, wie man hier im Rheinland sagt. Aber ja, es ist, und da muss man das Ganze noch mittig kriegen. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil... So, okay, halbwegs. Ja, wir haben die Fahne bzw. das Banner von Slytherin. Eine Fahne in Silber ist natürlich eine sehr schöne Angelegenheit. Und dann nochmal eine grüne. Und ein übriger Goldpinöppel. Soweit unser heutiger Kalenderinhalt. Etwas Fahrt, mal schauen, was ich damit mache. Unter einem grünen silbernen Banner kam eine erste Gruppe Schüler in den Raum und setzte sich an den Tisch. Der erste knabberte vorsichtig an seinen Knödeln. Tschüss! Was soll das denn wieder, Snape? Mehr Gift!